Sie sind hier, 23. Juli 2018, 14.10 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Spieler von Parma Calcio dürfen nach der Meisterschaft in der kommenden Saison in der Serie A antreten. Urheberrecht Getty Images. Aufsteiger Parma darf kommende Saison in Italiens erster Liga antreten. Der Club kommt mit einem Punktabzug wegen vermeintlicher Spielmanipulation davon. Der italienische Erstligist Parma Calcio ist um eine Aberkennung des Aufstiegs in die Serie A herumgekommen, muss jedoch mit einem Handicap von 5 Punkten Abzug in die neue Saison starten. Das beschloss am Montag der italienische Fußballverband des FIGC, der den norditalienischen Club damit verhältnismäßig milde für eine angebliche Spielmanipulation bestrafte. FIGC-Chefankläger Giuseppe Pecoraro hatte zuletzt Ermittlungen rund um das letzte Serie B-Spiel Parmas bei Spezia Calcio 2:0 eingeleitet. Parma hatte die Saison als Tabellenzweiter beendet, punktgleich mit dem dritten Frosinone Calcio, der später in den Playoffs ebenfalls den Aufstieg schaffte. Laut Medienberichten hatte dem Nachfolgeklub des früheren AC Parma der rückwirkende Abzug von 2 Punkten gedroht, was Auswirkungen auf die Rückkehr in Liga 1 gehabt hätte. 2015 in der 4. Liga gestartet, hatte der ehemalige UEFA-Cup-Sieger mit dem Sieg bei La Spezia den Durchmarsch perfekt gemacht. Spezia-Fans hatten die eigenen Spieler nach Schlusspfiff wegen deren schlechter Leistung beschimpft. Unter anderem hatte der ehemalige Parma-Profi Alberto Gilardino einen Elfmeter für Spezia weit übers Tor geschossen. Zwei Parma-Spielern wurde anschließend vorgeworfen, vor dem Saisonfinale zwei Spezia-Profis per SMS beeinflusst zu haben. Lesen Sie auch: Nach Übernahme AC Mailand hat neuen Präsidenten.